Also hier ist heute der Journalisten-Workshop, den bieten wir eigentlich jedes Jahr an, immer so im Herbst rum. Und die Idee dahinter ist eigentlich, den Journalisten die Möglichkeit zu geben, mit NADA-Experten über bestimmte Themen zu diskutieren, ihre Fragen zu stellen, einen kompletten Tag ganz intensiv auch der Anti-Doping-Arbeit zu widmen und auch den Journalisten die Möglichkeit dann zu geben, verschiedene Themen zu diskutieren und da auch Einblick zu bekommen. Da ist so ein Workshop wie hier eigentlich prädestiniert, um neue Informationen über das Dopingkontrollsystem, über die Änderung des WADA-Codes mitzubekommen und aber auch gleichzeitig neue Kontakte halt knüpfen zu können. Wir haben gleich zu Beginn Fragen gestellt, das war ein Austausch, das war jetzt kein Vortrag, sondern wir haben halt zusammen mit den Journalisten dieses Thema eben dann ausgearbeitet, ihnen dargestellt, warum es so wichtig ist und haben dann auch von ihnen Rückmeldungen gekriegt, was sie aus Erfahrungen haben, aus anderen Interviews, aus anderen Ländern und haben so halt dieses Thema, die Neuerungen aus dem Anti-Doping-Code dann aufgearbeitet. Also wir haben die auch aktiv eingebunden, das heißt an drei Fragen wurden sie halt wirklich mit integriert. Sie wurden eingeteilt in zwei Gruppen, dass sie halt die Parteien auch darstellen und sollten dann mal, sich selber überlegen, ne, in unserem fiktiven Fall, welche Beweismittel würden sie selber anführen und sie konnten dann selber, hatten sie auch die Möglichkeit, die Zeugen und die Sachverständigen zu befragen und am Ende sollten sie halt auch eine Einschätzung geben, wie das Verfahren wohl ausgehen wird und die Resonanz war eigentlich positiv. Besonders gut gefallen hat mir heute Morgen das Zirkeltraining, will ich mal sagen. Also die abwechselnden Stationen, wo es ständig auch neue Formen der Kommunikation gab. Also war sehr abwechslungsreich. Ein eigentlich trockener Stoff, der gut rübergebracht wurde, fand ich.